Licht ging an, als ich euch sah. Von da an ist mein Tag hell und klar, denn die Freunde sind mir nah. Ihr habt recht, wenn man immer zusammenhält, wird man stärker. Die Geschichte wird durch uns zum Meisterstück. Seid ihr da, fehlt nichts zu meinem Glück. Wir sind die Equestria Girls. Stark, doch ganz allein, ihr standet mir bei. Die Freunde hab ich gebraucht, wie gern ließ ich mich darauf ein. Nun sind wir nicht mehr einsam, erinnern uns gemeinsam. Wenn ich euch sehe, steigen Bilder empor. Und wenn ich traurig bin, dann weiß ich, wo ich das finde. In den Bildern lebt ihr für immer. Verlor, da ließt ihr mich nicht im Regen stehen. Wir sangen unser Lied, weil es Verwandlung gibt. Wir hielten uns bereit. Die Jams waren sehr erfreut. Nun sind wir nicht mehr einsam, erinnern uns gemeinsam. Wenn ich euch sehe, steigen Bilder. Verzeihung. Tut mir leid, ich habe dich nicht reinkommen sehen. Ich bin schon etwas länger hier. Das habe ich nicht bemerkt. Schon den halben Song lang habe ich versucht, deine Aufmerksamkeit zu erlangen. Was für ein schüchternes Mädchen. Ja, und wir kennen schon ein paar schüchterne Mädchen, habe ich recht? Kennen wir die? Wen? Ich bin Sunset Schimmer, Präsidentin des Jahrbuchkomitees und Chefredakteurin. Willst du mitmachen? Wir können immer Hilfe gebrauchen. Ich bin Wallflower Blush. Nett, dich kennenzulernen. Ich bin schon das ganze Jahr im Jahrbuchkomitee. Oh, Wir kennen uns seit der 9. Klasse. Ich wollte sagen, es ist schön, dich zu kennen. Also schon seit so langem. Na jedenfalls, hier ist das Ergebnis der Abstimmung für die einzelnen Kategorien. Später am erfolgreichsten, schönstes Lächeln, Klassenclown. Oh, wir haben bei Beste Freunde gewonnen. Applejack, Fluttershy, Rainbow Dash, Rarity, Pinkie Pie, Twilight Sparkle und ich. Ich wusste schon immer, dass ich auf alle mag, aber jetzt ist es offiziell. Es steht im Jahrbuch. Das Volk hat gesprochen. Oh, schön für Microchips. Kurz davor, die kalte Fusion umzusetzen. Kein Grund, eifersüchtig zu sein. Pff, bin ich nicht. Keine Sorge, Twilight. Wir wissen, dass du ein Genie bist. Außerdem ist es nur das Jahrbuch. Nur das Jahrbuch? Oh, jetzt kannst du dich warm anziehen. Die Schülerschaft hat mir die Verantwortung übertragen, sämtliche Ereignisse und Erinnerungen auf den Seiten dieses Buches festzuhalten. In 30 Jahren erinnern wir uns vielleicht nicht an alles, aber wir werden uns an das erinnern, was im Jahrbuch steht. Tja, ich vertraue darauf, dass du uns nicht neben beste Muskeln platzierst. Jedes Mal, wenn man das Buch schließt, wäre es dann, als küssten wir Bulk Biceps. Wieso machen wir denn nicht unser Foto samstags am Strand? Dort werden wir bestimmt zauberhaft aussehen. Strandtag! Ich mache meine weltberühmten Spaß in der Sonne, Cupcakes. Die geheime Zutat ist essbare Sonnencreme. Lichtschutzfaktor Spaß 100! Die große und mächtige Trixie verlangt augenblicklich, mit der Jahrbuch-Chefredakteurin zu sprechen. Zu meinem großen Unglück bin ich das. Was willst du, Trixie? Ha! Ganz so, wie ich vermutet hatte. Ich habe nicht die Kategorie Größte und Mächtigste gewonnen. Erklär mir das mal. Wie soll ich das sagen? Du bist nicht zur Größten und Mächtigsten gekürt worden, weil es diese Kategorie gar nicht gibt. Gemeinste von allen war auch keine Kategorie, aber das hat niemanden davon abgehalten, dir diesen Preis zu verleihen.
Das war was anderes. Die ganze Schule wollte das damals so. Sie war so gemein. Aber natürlich wissen wir alle, dass du hart daran gearbeitet hast, dich zu verändern. Danke. Im Jahrbuch gibt es keine Kategorie für Größte und Mächtigste. Tut mir leid. Oh, das wird dir bestimmt noch leid tun, Sunset Shimmer. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich mich an dir rächen. Und dann verschwinde ich. Und zwar so. Seht her, der Abgang einer Zauberin. Wenn du erlaubst, wir wollten eigentlich gerade gehen. Ich mach das noch fertig. Ich hätte fast das Licht vergessen. Tja, im Dunkeln. Liebe Prinzessin Twilight, ich dachte, es würde dir gefallen zu hören, dass die Mädchen und ich die Kategorie Beste Freunde gewonnen haben. Hättest du mir damals nicht vergeben, wäre ich immer noch die arrogante Schülerin, die ich war, als ich Equestria verlassen habe. Du hast mir eine zweite Chance gegeben, die ich nicht verdient hatte, und das vergesse ich dir nie. Deine Freundin Sunset Shimmer. Position, wenn sie die Gelegenheit für ein Selfie erahnt. Ich bevorzuge es, meine Selfies selbst zu machen. Welches Strandtuch sollen wir für das Foto nehmen? Du meinst das Weiße oder das Weiße? Das ist geröstete Hafer und Leinenlammwolle, Eierschale, warmer Frost, blasse Regenwolke und... Ja, das hier ist weiß, schätze ich. Ja, von genau dem habe ich geredet. Keine Sorge, Rarity, ich hole es! Nein, ich hole es! Ich hole es! Ja, ich hole es! Ich hole es! Oh. Ich hole es nicht! Ein Seemonster! Ein Seemonster! Quincy, die Meeresschildkröte, sagt, dass die Flut kommt. Wir sollten schnell das Foto machen, sonst riskieren wir nasse Knöchel. Oh, er ist so fürsorglich. Oh, Twilight, dein Selfie-Sensor funktioniert. Okay. Also, wer ist bereit für unser beste Freunde-Gruppenfoto? Oh, was ist denn nun schon wieder? Sollen wir es jetzt machen oder wolltet ihr erst schwimmen? Wie ist das Wasser? Sunset Shimmer, du willst mit auf unser beste Freunde Gruppenfoto? Ha, jetzt reicht es mir aber. Habe ich den Witz verpasst? Der einzige Witz ist das, was du hier mit uns treibst. Du tust, als wärst du nett, als wären wir befreundet. Und das ist nicht lustig. Du bist alles andere als nett. Und wir sind keine Freundinnen. Wie bitte? Was? Hast du Apfelmus in den Ohren? Ich sagte, wir sind keine Freundinnen. Und ob wir das tun? Es tut mir unglaublich leid. Die Freunde stehen mir immer bei. Es ist, als wäre ich ausradiert. Das muss ein böser Traum sein. Wach auf, Sunset. Wach auf. Au! Nein, du bist wach. Au! Und ich auch. Ich kann eure Erinnerungen sehen und ich komme darin nicht vor. Und wie genau kannst du unsere Erinnerungen sehen, wenn du uns das mal verrätst? Na, hiermit. Oh, das ist offensichtlich eine billige Kopie von unseren.
Wir haben sie zusammen erhalten. Ihr wart dabei. Wisst ihr das nicht mehr? Wieso redet sie denn immer noch mit uns? Pinkie Pie, erinnerst du dich an damals, als ich bei deiner Pyjama-Party war? Ha! Was einem Besuch von dir auf einer meiner Partys am nächsten kommt, ist, als du in der 9. Klasse vorgegeben hast, Applejack zu sein und mir geschrieben hast, deine Party ist lahmer als eine hungrige Ente in Schneeschuhen. Als würde ich je sowas sagen. Damals hast du meine Gefühle echt verletzt. Und es war auch nicht gerade nett gegenüber den Enten. Das ist doch schon ewig lange her. Twilight, du erinnerst dich an mich, oder? Wir haben so viel zusammen erlebt. Twilight. Ich habe dich einmal getroffen, ja. Und damals hast du mich angeschrien. Erinnert ihr euch denn nicht daran, dass ich mich geändert habe? Vielleicht nicht in dieser Welt. Bin gleich zurück. Nur keine Eile, Liebes. Liebe Prinzessin Twilight, das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber sind wir Freunde? Bin ich nett? Bitte antworte mir. Natürlich sind wir Freunde. Ah. Geht es dir gut? Was ist denn los? Tja, wenn ich das wüsste. Erklärt sich wohl leichter persönlich. Naja, nicht wirklich persönlich, natürlich. Twilight! Sunset? Aha. Ups. Ich wollte dich umarmen. Erzähl, was ist denn passiert? Das klingt übel, Sunset. Es übersteigt alles, wovon ich je gehört habe. Obwohl... Was? Ich habe da so eine Idee. Aber ob du dabei mitmachst? Ich tue alles, um meine Freunde zurückzubekommen. Es gibt ein Pony, das dir helfen könnte. Aber ich weiß nicht so recht, ob ihr zwei euch begegnen wollt. Wer? Oh... Also, Prinzessin Celestia, du wirst nie erraten, wer zurück ist. Eigentlich, vielleicht kannst du es erraten, denn sie steht ja hier, aber... Nicht gerade hilfreich, was? Prinzessin Celestia, als wir uns zuletzt gesehen haben, war ich eine spöttische kleine Schülerin, die dich betrogen und verstoßen hat. So hätte ich das nicht ausgedrückt. Was Sunset eigentlich sagen möchte, ist, dass ich nicht mehr das Pony von damals bin. Und ich bitte dich reumütig um Vergebung, deine Weisheit und deinen Rat. Oder ich verschwinde besser und du wirst mich nie mehr wiedersehen. Ich hab dich vermisst, Sunset Shimmer. Tut mir so leid. Mir ist nicht bekannt, welcher Zauber genau die Erinnerung deiner Freunde ausgelöscht haben könnte. Aber es klingt ganz danach, als wäre Magie aus Equestria in deiner Welt zugange. In der Tat. Dieser verächtliche Zauber mit seinen qualvollen Auswirkungen könnte auf eine unvorstellbare Katastrophe hinweisen. Bitte verzeih. Bisher hörte ich von dir nur sowas wie, Schüler dürfen nicht auf Lehrerparkplätzen parken. Dieser Lehrerparkplatz, von dem du sprichst, klingt nach einem Ort von überwältigender Macht. Die Antworten, die du suchst, befinden sich in der Bibliothek von Canterlot. Hier drin stehen mehr als 1 Million Bücher. Schön wär's! Aber keine Sorge, vor dir steht ein Pony, das diesen Ort wie ihren eigenen Huf kennt. Wo gehst du hin, Prinzessin Celestia? In die verbotene Abteilung. Es gibt eine... Ganz ruhig, Twilight. Ah!
schön, oh wie schön, oh wie schön! So viele Bücher, alle ungelesen. Antike historische Artefakte. Es ist nur... Ich kann nicht... Bist du denn auch in der Lage, mit mir das alles durchzugehen? Nimm mir das bloß nicht aus den Hufen! Nicht möglich! Stell dir bloß vor, hier gibt es Canterlot Canterbury's Band 31! Du hast richtig gehört, 31! Sunset, das ist überwältigend! Hier drüben! Eine Original-Wendigo-Wetterwarnung aus der präequestrianischen Zeit! Oh mein Gott, wusstest du, dass Kanzler Puddinghead versucht hat, ein Gesetz zu verabschieden, das Erdponys vorschreiben sollte, zum Essen Möhrensaft zu trinken? Ich weiß. Sowas. Nun. Oh, anscheinend hattest du all die witzigen Bücher. Oh, ich sollte wohl besser ein Päuschen einlegen. Oh. Denn ich habe gefunden, was ich wollte. Bist du vertraut mit den 7 Prüfungen von Clover, dem Cleveren? Selbstverständlich. Wieso? Na ja, zunächst mal, das hier stammt aus der Zeit vor der Gründung von Equestria. Sieh dir das an. Ein Stein der Erinnerung. Das klingt vielversprechend. Er gehörte einer bösen Zauberin, die praktisch unbesiegbar war. Mit dem Stein der Erinnerung konnte sie das Gedächtnis von jedem Pony auslöschen. Selbst Fragmente davon. Fragmente wie? Erinnerung daran, dass ich nett bin? Mhm. Clover, der Clevere, wusste, dass er die Zauberin aufhalten und den Stein zerstören musste und jagte sie über Land und Meer. Doch jedes Mal, wenn er ihr zu nahe kam, löschte die Zauberin sein Gedächtnis und entkam, aber er fand sie immer wieder. Wie? Diese Pergamentrollen. Er hat heimlich alles aufgeschrieben, so wusste er, wo er war und wohin er musste. Wie so ein Pfad aus Brotkrumen. Clever. Oh, Clover, der... Ja, hab's kapiert. Was ist auf der anderen Seite des Portals geschehen? Die letzte Seite fehlt. Clover hat sie versteckt, um zu verhindern, dass der Stein der Erinnerung entdeckt wird. Sunset, was, wenn der Stein der Erinnerung in deiner Welt ist? Und jemand ihn benutzt, sodass mich erneut wieder alle hassen. Aber wer? Wir sind schon echt lange hier. Zeit, uns neu einzucremen. Ich habe nachgedacht. Sollten wir uns nicht um Sunset Shimmer sorgen? Ja, sorgen, dass sie zurückkommt. Es ist eine Schande, wie sie euch behandelt und vorgibt, eure Freundin zu sein. Sie führt offensichtlich etwas im Schilde. Sunset denkt, die ganze Schule wäre nur dazu da, ihr zu dienen. Wasser bitte! Meint ihr nicht, dass angesichts dessen, dass die Jahrbuchpräsidentin eine kleine Identitätskrise hat, nun die Vizepräsidentin ihren Job übernehmen sollte und... Oh, das bist du, Rarity. Wenn das deine Art ist, um zu fragen, ob du zur Größten und Mächtigsten gekürt wirst, lautet die Antwort nein. Und haben wir diese Unterhaltung nicht erst gestern geführt? Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht haben wir das, vielleicht auch nicht. Erinnerung ist eine flatterhafte Sache. Man weiß nie, wann man etwas Wichtiges vergisst. Zum Beispiel, wie groß und mächtig Trixie ist. Deshalb muss das unbedingt im Jahrbuch stehen. Ach, ich denke darüber nach. Mehr will ich auch nicht. Ich sollte in meine Welt zurückkehren. Vielleicht kann ich meine Freunde von der Wahrheit überzeugen, jetzt da ich weiß, woran es liegt. Der Stein der Erinnerung. Ich bleibe hier und durchsuche die verbotene Abteilung, bis ich weiß, wie man die Erinnerung deiner Freunde zurückholt. Wenn das überhaupt möglich ist. Oh, es ist möglich. Selbst wenn ich alle Bücher dieser Bibliothek thematisch umordnen muss. Oder vielleicht auch chronologisch. Ich finde es heraus. Vielen Dank. Euch allen beiden. Das ist ein ziemlich großer Kontrast zu unserer letzten Verabschiedung. Du hast dich wirklich verändert. Bei jeder Entscheidung, die du triffst, beweist du uns allen, dass du ein gutes Herz hast. Ich schätze, ich hatte eine gute Lehrerin. Du warst eine gute Schülerin. Soll das heißen, ich war keine gute Lehrerin? Oh nein, das wollte ich damit... Das hat sie nicht ehrlich. Prinzessin Celestia hat einen Sinn für Humor? Ich glaube nicht nur, ich habe mich verändert. Dieses Mal halte ich mich nicht zurück. Genau das befürchte ich. Zeig, was du kannst, Rainbow Dash. Du und Rarity, ihr habt eurem Team gerade eine Fahrkarte ohne Rückfahrt in den Expresszug. Wir machen euch fertig gebucht.
Nettes Wettkampfgesicht, Pinkie Pie. Danke, ich habe es den ganzen Tag geübt. Nicht wahr, meine kleine Babykamera? Du bringst mich zuckersüß rüber. Da ist jemand eifersüchtig. Sagt, kann dieser fliegende Dosenöffner apportieren? Verzieh dich los. Tolle Neuigkeiten, Mädels. Ich weiß, was passiert ist. Jemand hat eure Erinnerungen mit Magie aus Equestria gelöscht. Ihr wisst es nicht mehr, aber wir sind Freundinnen. Das ist der Stein der Erinnerung. Erkennt ihr ihn? Richtig, schätze nicht. Aber hier. Seht ihr, das ist der Beweis. Wir sind befreundet. Ja, Traum. Oh, bitte. Sie ist immer noch das Mädchen, das Fotos gefälscht hat, die gezeigt haben, wie eure Freundin ein Fitnessstudio demoliert. Ja, warte mal eben. Soll das etwa ich sein, die da so ein lächerliches Gesicht macht? Ha, so ein Gesicht mache ich nie. Total absurd. Das ist gefälscht. Meine Arbeit hier ist getan. Trixie ist auf. Und vergiss nicht, Rarity, du hast versprochen, mich ins Jahrbuch aufzunehmen. Moment, du hast was? Das war ein Versehen. Ich helfe dir, sie zu reparieren. Du hast schon genug angerichtet. Entscheidung. Seht her! Die größte und mächtigste Schülerin der Canterlot High! Wenn ein Poster im Maßstab 1 zu 7 dich nicht überzeugt, was sonst? Wo ist der Stein der Erinnerung? Du hast meine Freunde gegen mich aufgehetzt, nur weil ich dich nicht als größte und mächtigste ins Jahrbuch schreiben wollte. Mächtigste ist nicht mal ein Wort! Wovon redest du überhaupt? Es ist kein Wort! Nein, von was für einem Stein sprichst du? Dem, mit dem du das Gedächtnis der anderen ausgelöscht hast, du manipulative Angeberin. Ein Stein, durch den alle die schlechten Tricks vergessen würden, die ich je gezeigt habe? Also eigentlich keine Tricks? Dieses mickrige Steinchen ist nichts im Vergleich zu der großen und mächtigen Trixie. Das kann ich nicht glauben. Du hast echt keine Ahnung, worüber ich rede, nicht wahr? Habe ich nicht. Tut mir leid. Oh. Ist das wahr, dass jemand die Erinnerung aller an dich ausgelöscht hat? Mhm. Und auch wenn alle wissen, dass du die gemeinste von allen bist, sagst du, du wärst nicht mehr gemein? Das ist kompliziert. Also, du hast diese Vorstellung, wer du angeblich bist, aber niemand an der Schule sieht dich so. Ist es das? Glaub mir, das kenne ich. Die einzige Person, die mir glaubt, ist ausgerechnet die, die ich eine manipulative Angeberin genannt habe. Entschuldige. Ich habe es als Kompliment gesehen. Komm, suchen wir den Stein gemeinsam. Was versprichst du dir davon? Niemals, auf gar keinen Fall. Tja, wenn du es bevorzugst, weiterhin die Gemeinste von allen zu sein, dann lassen wir es halt bleiben. Ich habe überall nachgesehen. Wieso finde ich die fehlenden Seiten nicht? Ich war mein Leben lang gut zu dir, Bibliothek! Wow, das ist es.
Das letzte Stück Pergament war in einem Geheimversteck. Clover der Clevere hat den Stein vergraben. Diese Steinformation muss irgendwo in der anderen Welt sein. Aber wie erlangt man Erinnerungen zurück? Wenn ich jedoch den Stein sofort zerstört hätte, könnten manche Erinnerungen wiederkehren. Aber sobald die Sonne nach dem Verlust der Erinnerung dreimal untergegangen ist, bleibt diese auf ewig verloren. Du musst Sunset Shimmer augenblicklich warnen. Also, womit fangen wir an, Partnerin? Wie wär's damit, wie ich dich nennen soll? Ich dachte da an die große und mächtige Trixie und ihre ganz annehmbare assistierende Detektivhilfsperson. Eine Cafeteria mit vielen Verdächtigen und zwei Detektivinnen und nur ein Stein der Erinnerung. Keine leichte Mission, genauso wenig wie ein Kaninchen aus einem Hut zu ziehen. Und das kann ich im Schlaf. Also, wer hat ein Motiv? Wer könnte dich so sehr hassen, dass er die guten Erinnerungen alle an dich auslöscht? Wenn du weit genug zurückgehst. Jeder hier. Potenzielle Feinde? Alle. Guten Tag, meine Lieben. Geht es euch gut? Kommt ganz darauf an, wie gut Sie meine Fragen beantworten. Hat Sie in den letzten Wochen irgendjemand wegen Beschwerden über Gedächtnisverlust aufgesucht? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Sie können sich nicht erinnern? Wir kommen zu spät. Kannst du uns etwas über diesen Stein erzählen? Irgendetwas? Von einer Zeichnung kann ich nicht viel ablesen. Okay. Nur, dass er felsisch-plutonisch-vulkanisch ist. Körnige Beschaffenheit. Höchstwahrscheinlich mit einheitlich gekörnter Matrix und Sprenkeln von Biotit und Amphibol. Mindestens 65 Volumenprozent Alkalifeldspat. Mit einem Schmelzpunkt von 1250 Grad. Plus minus 10%. Leider kann ich euch nicht mehr dazu sagen. Sicher. Es scheint, als würden wir nur in Sackgassen enden. Aber ich meine, es könnte durchaus noch schlimmer kommen. Ach, schlimmer geht immer. So gut wie neu. Beste Freunde Jahrbuch Gruppenfoto, zweiter Take, Nummer 36a, Versuch 8. Beste Freunde! Hör auf, dir das anzusehen. Du regst dich dabei nur auf und dann kannst du nicht mehr klar denken. Oh, denk nach, Trixie! Ich überlege gerade, ob wir jemanden übersehen. Aber wir haben mit allen geredet, von A bis Z. Moment. Nicht abgebildet Wallflower Blush. Wer ist Wallflower? Hallo, ich sitze doch hier. Wer bist du? Wallflower. Wir kennen uns seit der dritten Klasse. Ich erinnere mich an die dritte Klasse. Nicht an dich im Speziellen, aber was war das nur für eine Klasse? Die große und mächtige Trixie hat erstmals ihren Zaubertrick, der verschwundene Frosch, aufgeführt. Weißt du, viele Leute haben keine Ahnung, wie viel Mühe die Aufzucht von Kohlkrabben macht. Man muss sie wirklich verwirren. Sunset, wir glauben, der Stein der Erinnerung wurde unter dieser Steinformation begraben. Und wenn du den Stein der Erinnerung nicht bis heute vor Sonnenuntergang zerstörst, sind alle Erinnerungen für immer verloren. Wie soll ich eine Steinformation finden, die so aussieht wie diese Steinformation? Das sollte klappen. Kann ich dir eine blöde Frage stellen, Wallflower? Wo hast du das schöne Foto aufgenommen? Oh, das ist mein Garten. Naja, genau genommen der Schulgarten. Ich bin die Präsidentin der Garten-AG. Ich habe sie selbst gegründet. Ich bin noch das einzige Mitglied oder die einzige, die jemals in dem Garten war oder ihn gesehen hat. Oder auch nur danach gefragt hat. Du magst andere Menschen nicht wirklich. Kann das sein, ha? Huh? Ich hatte vor, das Bild vielleicht noch irgendwo zum Jahrbuch hinzuzufügen. Was meint ihr dazu? Tut mir leid. Sunset lässt niemanden irgendetwas in ihr Jahrbuch hinzufügen. Egal, wie sehr man es verdient hat. Nein, aber vielleicht solltest du das tun, Wallflower. Lass dich von uns bloß nicht von der Arbeit abhalten. Was? Die große und mächtige Trixie ist verärgert und tief beleidigt. Was hast du vor? Thank you.
anderes. Die ganze Schule wollte das damals so. Sie war so gemein. Aber natürlich wissen wir alle, dass du hart daran gearbeitet hast, dich zu verändern. Wieso solltest du mich auch bemerken? Schließlich bist du Sunset Shimmer. Du wirst von allen vergöttert. Die müssen doch sehen, dass du dich kaum verändert hast. Erinnerungen aller gelöscht? Ja. Warte, wer bist du nochmal? Ich pass nicht an diesen Ort. Ich fühle mich so klein. Schatten meiner selbst. Einsam und allein. Könnten Sie meine Träume lesen, würden Sie verstehen, ich bin kein Mauerblümchen, das werden Sie bald sehen. Habe ich dir denn getan? Jetzt mal ehrlich, ich kenne dich doch überhaupt nicht. Das ist es ja. Du hast sie alle übers Ohr gehauen. Und jetzt sind sie der Meinung, dass du immer noch die gemeinste von allen bist. Du wirst gleich sehen, wie gemein ich sein kann. Wow! Wow, 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 wow. Wir wollen mal nicht die Person mit dem allmächtigen, rätselhaften Stein verärgern. Ich mag keine Konfrontation. Lasst uns einfach vergessen, dass es passiert ist. Mach das nicht! Was wollte ich noch mal sagen? Es war bestimmt etwas Brillantes, aber kann es sein, dass es schon 3 Uhr ist? Wieso geht die Tür nicht auf? Und was machen wir überhaupt hier drin? Ich erinnere mich nicht. Wenn wir hier nicht rauskommen und herausfinden, wer den Stein hat, ist es in ein paar Stunden zu spät, um die Erinnerungen der anderen wiederherzustellen. Dann verliere ich meine Freunde für immer. Wie sollen wir jemanden fangen, wenn derjenige jedes Mal unsere Erinnerungen löscht, wenn wir ihm auf die Schliche kommen? Indem wir clever sind. Was? Ich habe mir eine Notiz gemacht. Sieh dir das Video an. Ja! Sie hat die ganze Zeit aufgenommen. Twilights Kamera? Wovon sprichst du überhaupt? Ich erinnere mich zwar nicht, aber ich muss erkannt haben, dass unser Gedächtnis gelöscht wird. Drum habe ich die Aufnahme gestartet. Das ist mein Garten. Wer ist das? Wallflower Blush. Da klingelt bei mir gar nichts. Ich passe nicht an diesen Ort. Langer Song, was? Was habe ich dir denn getan? Jetzt mal ehrlich, ich kenne dich doch überhaupt nicht. Das ist es ja. Du hast sie alle übers Ohr gehauen. Und jetzt sind sie der Meinung, dass du immer noch die gemeinste von allen bist. Du wirst gleich sehen, wie gemein.
geringmeinig sein kann. Sie hat irgendwie recht, was dich angeht. Ja, vielen Dank. Eigentlich will die schlaue und moralpredigende Trixie damit auf etwas hinweisen. Du hast doch gesagt, du hättest ihr nichts getan. Hab ich auch nicht. Ich war überhaupt nicht gemein zu ihr. Weißt du, wahrscheinlich reicht es nicht aus, nur nicht gemein zu jemandem zu sein. Vielleicht muss man nett sein. Du hast recht. Nicht, dass es wichtig wäre. Ich bin immer noch hier gefangen. Oh. Oder kannst du uns hier rauszaubern? Oh, wozu sollte ich das denn versuchen? Du hast genug meiner Tricks gesehen, um zu wissen, was passieren wird. Wenn die Sonne untergeht und alle mich für immer hassen, dann habe ich zumindest noch eine Freundin. Hä? Und ich sage dir, sie ist die größte und mächtigste, welche die Canterlot High School aufzubieten hat. Also schätze ich, kann ich mich nicht beschweren. Du arme Narrin! Du hast mir geglaubt, als ich so getan habe, als würde ich aufgeben? Reines Bühnengeplänkel! Die große und mächtige Trixie würde sich niemals selbst aufgeben und auch nicht ihre Freunde. Ich meine ihre ganz annehmbare assistierende Detektivhilfsperson. Sieh her! Der Abgang einer Zauberin! Ja! Es hat funktioniert! Ich habe es geschafft! Hallo, hier drinnen! alles Teil des Tricks. Ich hol dich sofort heraus. Weißt du was? Lass mich einfach hier drin. Geh schon los. Ich schulde dir was, Trixie. Das werde ich dir nie vergessen. Sag niemals nie. Wallflower? Wallflower, bleib stehen! Du erinnerst dich an meinen Namen? Ich erinnere mich an alles. Den Stein der Erinnerung, wie ich mich verhalten habe. An alles. Was? Wie? Ich habe den ganzen Nachmittag ausgelöscht. Hör zu. Ich war mal genau wie du. Na gut, man kannte mich überall. Doch ich war sehr einsam. Du bist überhaupt nicht wie ich. Und ich bin nicht einsam. Ich habe viele Pflanzen. In meinem Kopf klang das weniger einsam. Es tut mir leid, Wallflower. Nein, tut es dir nicht. Du versuchst nur vor deinen Freunden gut dazustehen. Und es funktioniert. Wie soll ich mich an dir rächen, wenn nichts, was ich tue, dir irgendetwas anhaben kann? Ich hasse dich. Ich wollte dir eine Lektion erteilen, indem ich die guten Erinnerungen deiner Freunde an dich auslösche. Aber das hat offensichtlich nicht funktioniert. Was jedoch, wenn ich all ihre Erinnerungen an die Highschool auslösche? Auf keinen Fall! Du würdest ihre Erinnerungen aneinander stehlen. Dann denken sie so aneinander, wie du an mich denkst. Nämlich überhaupt nicht! Nein! Ich habe ihre Freundschaft schon einmal ruiniert. Ich gebe lieber meine eigenen Erinnerungen auf, als das nochmal zuzulassen. Flatterschein, nein! Oh! Applejack! Rarity! Rainbow Dash! Pinkie Pie! Twilight! Du darfst mich nicht vergessen! Das ist nicht Canterlot. Wo bin ich? Prinzessin Celestia? Was ist mit mir passiert? Irgendein Pony muss mir helfen. Wer seid ihr? Wir sind deine Freunde. Wir erinnern uns vielleicht nicht an dich. Aber nach dem, was du getan hast? Dem Opfer, das du für uns erbracht hast. Wären wir glücklich darüber, wenn du unsere Freundin wärst. Thank you.
Kräfte, die du nicht verstehst, aber sie sind nichts im Vergleich zu der Magie von... Ja, ja, wir haben's kapiert. Sagen wir es ihr Mädels! Twilight... Sparkle? Sunset Shimmer! Es tut uns so leid. Ich bin nur froh, euch alle wieder zu haben. Ich schäme mich so. Als ich den Stein der Erinnerung fand, habe ich nur Kleinigkeiten gelöscht. Peinliche Begrüßungen, wenn ich was Falsches gesagt habe. Im Prinzip alles öffentlich Gesagte. Es gibt viele peinliche Momente, von denen ich wünschte, ich könnte sie auch löschen. Aber das ist keine Entschuldigung. Ich war so gewöhnt daran, Erinnerungen zu löschen, dass ich mich irgendwann hab mitreißen lassen. Das tut mir alles wirklich leid. Ist schon okay. Mir tut es auch sehr leid. Vielleicht bin ich nicht mehr so gemein, aber eine große und mächtige Freundin hat mir geholfen zu erkennen, dass ich auch nicht gerade nett zu dir war. Jeder ist wichtig, Wallflower. Egal wie unbedeutend oder unsichtbar er sich fühlt. Liebe Prinzessin Twilight, es gibt ein neues Kapitel, den Stein der Erinnerung betreffend. Er existiert nicht mehr. Schüler dürfen nicht auf Lehrerparkplätzen parken. Danke für deine Hilfe. Grüß Prinzessin Luna von mir und natürlich auch meine zweitbeste Lehrerin, Prinzessin Celestia. Aber sorg dafür, dass sie weiß, dass du einen Scherz machst, wenn du ihr das ausrichtest. Ich freue mich, sagen zu können, dass alles wieder so ist, wie es mal war. Ich verlange die Jahrbuchpräsidentin zu sprechen. Wie ist das da reingelangt? Eine Jahrbuchpräsidentin verrät nie ihre Geheimnisse. Naja, nicht ganz, wie es mal war. Ich habe eine Jahrbuchlieferung für die beste Gärtnerin. Komm schon! Ist das dein Ernst?